steht die vielleicht dort? Da ist die Zahl, da sehe ich sie schon. Hier vorne, das ist das erste. 73 habe ich. Und 73, ja. Hier. Ja, hier. Das sieht man. Es ist herausfordernd, 110 Menschen jetzt zu koordinieren, aber es wird. Wir lassen uns Zeit, ganz in Ruhe. In dem Moment, wo man ja einer gewissen Marschroute folgt und dort angepasst ja, mitschwimmt, sage ich mal, dann wird dieser Druck, der auf Menschen lastet, gar nicht so sehr sichtbar. Aber in dem Moment, wo man einen Schritt raustritt aus diesem Windschatten der Konformität, dann merkt man, dass hier etwas nicht stimmt. Als Pädagogen ist vor allen Dingen wichtig, diese Werte in den Blick zu nehmen, für die wir stehen als Pädagogen, die uns aufgegeben sind von den gesetzlichen Rahmenbedingungen unserer Arbeit, von der Landesverfassung, von dem Schulgesetz, aber auch von dem Grundgesetz und die wir gerade unserer Meinung nach erleben, dass sie mit Füßen getreten werden. Und das in den Blick zu nehmen, vor allen Dingen, weil das Leid, was wir vielfach mitbekommen, weil sich Leute bei uns melden, erfahren, weil das ein Leid im Stillen ist, um das nach außen zu bringen und in die Gesellschaft zu tragen, das war uns ein Anliegen. Die Pädagogen sind in einer ganz gefährlichen Zwickmühle. Ich merke, dass die Lehrkräfte, die mich anschreiben, das sind sehr viele gewesen in den letzten Monaten, sehr viel Empathie gegenüber ihren Kindern zeigen, die den Blick für das Leiden der Kinder noch nicht verloren haben. Und wenn ich an dieser Stelle eine Message loswerden darf, ich bekomme nächsten Herbst im Wintersemester 2021/22 den ersten maskenpflichtigen Abiturjahrgang an die Universität und dann wird sich zeigen, wer im Geiste der Aufklärung erzogen worden ist und wer nur Indoktrination erfahren hat das ganze letzte Jahr. Denn diesen jungen Leuten muss ich zeigen, was es heißt, nichts zu glauben, alles zu hinterfragen, auch Autoritäten nicht einfach als absolute Größen anzuerkennen und respektvoll zu streiten. Das ist ja im Zeitalter der Cancel Culture völlig verloren gegangen. Und wir haben an der Universität die Aufgabe, diese Tugenden wiederzubeleben, genauso wie es die Pädagogen an den allgemeinbildenden Schulen haben. Und nie war es so schwer, diese Kultur aufrechtzuerhalten wie heute. Zeigt, dass all das in Frage steht, wenn die Grundrechte eingeschränkt sind, wenn die Pädagogik erstickt unter den Hygienekonzepten und wenn die Lehrerinnen und Lehrer nicht mehr Verantwortung für die Kinder übernehmen, ihnen nah sein dürfen, sondern eigentlich Aufgaben erfüllen müssen wie Ärzte. Ich finde es erschreckend, dass momentan zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen Schulen dazu da sind, Testzertifikate auszustellen. Es wäre so, als würde ein Oberarzt ein Abiturzeugnis ausstellen. Pädagogen sind Menschen zum Berühren, zum Anfassen, die für Nähe, für die Entwicklung der jungen Menschen da sind und auf ihnen lastet die Zukunft der nächsten Generation. Ich würde mir sehr wünschen, dass dieser Protest Wirkung zeigt und dass möglichst viele sich anschließen und dass die Maßnahmen bald vorbei sind.
starker Nachmittag in Düsseldorf. Lasst uns weiter für die Freiheit, für die Bildung und für den freien Zugang zu Bildung kämpfen. Und für die Kinder. Und für die Kinder. Genau, an erster Stelle. Prima. Superhero, not some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Verstehen das Signal eben in die Collage. Was passiert? Wir sind eine Kamerafrau. Ganz ergriffen von der Aktion, weil diese Kraft des Schweigens und die Wirkung der Begriffe, die ja tatsächlich nicht beiläufig oder zufällig waren, sondern die eigentlich das Herz des Pädagogischen formuliert haben, immer noch so auf mich wirken.